Hallo, so wie immer ein paar Minütchen früher. Dann kann ich auch noch die Kamera einstellen. So. Ja. Ah, dann sind wir mal gespannt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ah, da sehe ich schon den ersten oder die erste. Oh, gleich fünf. Hallo, guten Abend. Schön. Oh, ihr seid ja pünktlich wie die Feuerwehr. Schön, euch zu sehen. Supi, 14 sind wir schon. Hallo, Sandra Kriegi. Was? Sandra Kregeli. Hallo. Ingrid, hallo. Hallo, Ilka. Hallo, Marlene. Hallo, Marlene Winter. Schönen guten Abend. Hallo, liebe Anne Polly. Hallo, liebe Gabriele Schuld. Oh, schön. Moin, moin. Liebe Grüße aus dem Norden. Die Sandra Brandt, moin, hallo, die Lisa Biene, hallo, die Lynnie Masi, hallo, liebe Lynnie, ich grüße dich. Freut mich auch, dich hier zu sehen. Dann die Manuela Zanati-Gatsch, Entschuldigung, ich kann nicht gut lesen. Hallo, liebe Isabel, hallo, liebe Betsy, hallo, liebe Tanja Roth aus dem Saarland, hallo, wir hatten ja auch schon schönen Kontakt. Dann haben wir die Angeniska, die Petra Walter ist da, hallo. Die Dorin Dittrich, hallo, die Mandy, die Anne Polly, die Paul Claudia, hallo, die Melanie Berger, die Bianca, die Sabrina. Sehr schön, 52 sind wir schon, toll. Die Agneska nochmal, glaube ich, die Anne Maria, die Patsy, die Zirka, die Angela Hünninghausen, hallo, die Alexandra Kaspari, oh, hallo, wir haben ja beiden Termin. Hallo, meine liebe Renate, ich grüße dich. Die Brigitte Vorreiter oder Vorreier, die Lydia, ihr seid irgendwie zu weit weg, ich muss euch näher holen. Nicole, Janine, Ivi, nochmal die Renate, Gerti, die Sarah, Golombowski, hallo, die Carla, die Karin Heinrich, hallo, guten Abend, die Jenny, die Gerti, die Babsi Antoniek Walter, hallo, guten Abend, nochmal, liebe Doreen, hallo, die Angela, die Silke, wunderbar, die Nicole, Lemke. Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich sehr auf euch. Oh, ich habe heute einen Tag sehr anstrengend gehabt. Hallo, liebe Sarah. Hallo, liebe Annie. Oh, ich sag's bestimmt wieder falsch. Jetzt läuft es zu schnell. Anais, ich sag's immer falsch. Es tut mir so leid. Claudia, die Susanne, die Stefanie, die Cynthia Reidelet. Hallo, wir hatten ja auch schon einen schönen Kontakt. Die Martina Nasri. Ach, es ist so schön, euch zu sehen. So schön. Wir warten noch ein kleines bisschen. Und dann legen wir auch gleich los. Die liebe Martina, die liebe Birgit, die liebe Petra. Ja, schon viele, richtig viele da. Das freut mich. Das ist toll. Es ist ja eure Zeit. Es ist eure Stunde. Jetzt dürft ihr mich löchern mit all euren Fragen, die ihr habt. Mir gefällt die Kamera noch nicht. Mein Kreis sieht man nicht. Der soll euch Kraft geben. Mein Kreis, das ist ein wunderbares Bild, das mir eine liebe Freundin gemalt hat. Und zwar ist das ein Kraftkreis, der mir Kraft geben soll und mein Wurzelchakra stärken soll. Weil unser Wurzelchakra ist ja einer unserer wichtigsten Chakren, die wir haben. Hallo, liebe Stefanie, hallo, liebe Uli. Ach, die Uli, hallo, liebe Uli Koch. Sehr schön, dass du zusiehst. Justina, ich habe bestimmt jetzt ein paar leider nicht gesehen, weil ich wieder am Sprechen bin. Und ich muss erst mal runterkommen. Ich bin noch so voll im Treiben drin. Also nochmal zu dem Kreis. Der Kreis hat mir eine liebe Freundin gemalt, wirklich wegen dem Wurzelchakra. Und die Farbe Rot ist ja dem Wurzelchakra zugeordnet. Und das Wurzelchakra ist einer unserer wichtigsten Chakren im Körper. Es ist für die Stabilität, für die Stärke, für den Überlebenswillen, für den Lebenswillen da. Und dann gebe ich euch wirklich Stärke durch mein Bild hier. Kriegt ihr jetzt auch die Stärke transportiert. Hallo, ihr Lieben, alle Maya, Heike, hallo, Mono, Momo. Schön, dass ihr so zahlreich zuschaut. 70 sieht toll aus, das Bild. Ja, 70 Stück sind wir schon. Wie schön. Hat mir auch meine Freundin, das ist ein echter Riske, meine Freundin. Hat sie mir gemalt. Sehr, sehr schön. Also, heute Abend, eure Stunde, eure Zeit. Ihr dürft mir alle Fragen stellen rund um die geistige Welt. Ich sage aber nochmal, es ist kein Jenseitskontakt jetzt hier. Also, das heißt, hier wird kein Jenseitskontakt gemacht. Und ich gehe auch nicht auf die Fragen ein. Ja, was sagt denn mein Vater? Was sagt meine Mutter? Ich mache keine Kontakte hier. Ihr könnt gerne einen Kontakt bei mir buchen. Das ist möglich, das dürft ihr. Hallo, liebe Melanie. Ja, wartet mal gerade noch mit den Fragen. Ich möchte noch ein bisschen was sagen, liebe Melanie. Warte mal oder wartet mal ganz kurz mit den Fragen, bevor es jetzt hier durchläuft. Ich möchte nämlich noch ein paar Sachen sagen. Wie gesagt, kein Jenseitskontakt heute. Wenn ihr einen Kontakt buchen möchtet, könnt ihr das sehr gerne. Ich habe ja jetzt schon viele in der Liste gesehen.
die bei mir einen Kontakt gebucht haben schon. Das freut mich, dass ihr auch zuschaut. Und ich werde immer jede Frage vorlesen. Also das heißt, die Frage, die ich sehe, die mir angezeigt wird, die lese ich auch vor mit Namen, so dass ihr wisst, ihr seid dran, eure Frage ist da, ja? Und wenn ich die Frage nicht vorlese, dann sehe ich sie nicht. Facebook zeigt mir nicht immer alle Fragen an, ihr Lieben. Also, wenn ich sie nicht vorlese, dann sehe ich sie nicht. Dann kriege ich sie nicht angezeigt. Dann möchte ich nicht jemanden übergehen oder missachte jemand oder bin nicht gewillt, diese Frage zu beantworten, sondern ich sehe sie nicht. Ja, weil Facebook blendet mir nicht alle Fragen ein. Ich werde mir die größte Mühe geben, alle eure Fragen, so gut ich das kann, zu beantworten. Sollte ich eine Frage einmal nicht beantworten können, dann saug ich mir auch nichts aus den Fingern heraus. Dann sage ich auch ganz klar, hey, darüber weiß ich nicht Bescheid. Ja, denn es kann ja auch Sachen geben, über die ich nicht Bescheid weiß. Und dann sage ich das auch, weil das finde ich in Ordnung. Da irgendwas zu sagen oder mir aus den Fingern zu ziehen, würde ich nicht in Ordnung finden. So, dann würde ich sagen, dann starten wir mit den Fragen, mit euren Fragen. Also erst einmal nochmal ein wunderbares Hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ihr da seid. Das ist der 16., überlegt euch das, der 16. Livestream, den ich jetzt mache, Jenseitsfragen. Und ich freue mich so total, der letzte ist schon ziemlich lang her, im März, glaube ich, total mit euch jetzt diese Stunde zu verbringen. Also, die Melanie Berger fragt, es kann sein, dass ihr mich manchmal sehr nah seht, weil ich muss dann gucken. Ich bin kurzsichtig und meine Brille ist natürlich für die Weitsicht gedacht und nicht für die Kurzsicht. Also, liebe Cynthia, ich habe seit Tagen ein sehr beklemmendes Gefühl im Wohnraum. Obwohl die Fenster offen sind, erdrückt mich die Wärme fast. Was kann es sein oder was kann ich dagegen tun? Also, ist das nur im Wohnraum? Also, ich bin ja ein ziemlicher Realist, das wisst ihr ja. Man muss natürlich erstmal gucken. Ich bin jetzt ja auch jemand, der schon etwas älter ist. Und bei mir fängt das jetzt auch an mit so einer Wärme, die nennt man Wechseljahre. Also da müsste man erstmal wissen, ob das nicht von sowas kommt, was dich von ist. Ich habe noch nie gehört von einer Wärme, die einen erdrückt, liebe Melanie. Boah, also da kann ich jetzt wirklich nichts sagen. Vielleicht macht sich ein Verstorbener so bemerkbar, aber dass das dann so warm ist, vielleicht war das jemand, der die Wärme sehr gemocht hat, das kann natürlich sein, ne? Aber ich habe das noch nie gehört, dass das einen erdrückt. Was du machen kannst dagegen? Also, das vorhin war natürlich Spaß. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja bei dir auch so, dass du die Wechseljahre bekommst. Ja, ich meine, ich bin jetzt 47 Jahre alt. Bei mir fängt das jetzt mit dieser fliehenden Hitze auch an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So ist das, wenn man älter wird. Ja, aber von daher müsste man gucken, ob es das ist. Aber ich glaube, du hast geschrieben, ich bin 34. Ja. Einfach mal sagen, hey, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte, diese Wärme nicht spüren, bitte. Lass das sein. Wenn es aus der geistigen Welt kommt, dann wird es aufhören, weil die geistige Welt möchte uns ja nicht ängstigen oder uns ein schlechtes Gefühl machen. Ganz im Gegenteil, sie will uns ein gutes Gefühl geben. Also, wenn jetzt kein Verstorbener da ist, der die Hitze unheimlich gemocht hat oder so ein absoluter Sommermensch war, gerne in die Sauna gegangen ist, die Hitze geliebt hat, ja, dann müsste man schauen, wovon es kommt. Ist es so, dass es dir Angst macht, sage, nein, ich möchte das nicht, oder wenn es dir unangenehm ist, ich möchte das nicht, dann hört das auch auf. Wenn es aus der geistigen Welt kommt, hört es auf, weil die wollen nicht, oh, 90 Leute, toll, ich freue mich. Die wollen uns nicht Angst, keine Angst machen. Die wollen uns keine Angst machen, die wollen uns zeigen, dass sie da sind. Aber wenn du davor dich ängstigst oder du ein schlechtes Gefühl dabei hast, dann sag einfach, ich möchte das nicht, dann hört das auch auf. Ja? Okay, liebe Melanie, ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. So, dann gucken wir mal weiter. Die Susanne Scholz fragt, hallo, wenn ich mich einfühle, um einen Kontakt herzustellen, ich bin noch Übende, bekomme ich über das Schreiben viele Botschaften oder Infos? Ich kann leider keine Bilder sehen, aber es passen die Infos so gut wie nie zum Verstorbenen. Aber es sind Infos, die ich nicht kenne. Was sollte oder kann ich da besser üben? Üben, weiter üben. Am besten übe, liebe Susanne, bei Menschen, die du kennst, das heißt bei Freunden, Verwandten, Bekannten, die du fragen kannst, ob du einen Kontakt herstellen kannst, weil im Endeffekt nützt es ja nichts, wenn du Informationen hast, die du nicht zuordnen kannst. Das hilft ja keinem. Das hilft weder dir, weil es für dich unbefriedigend ist, weil du nicht weißt, woher die kommen, und jemand anderes kann damit nichts anfangen. Also da vielleicht mal mit Freundinnen oder Bekannten üben und
da schauen, was du an Informationen bekommst, ja? Und über das Schreiben, das kann auch sein, dass das am Anfang nur über das Schreiben geht, weil dann bist du ein Schreibmedium auch. Ich habe beides, ich sehe Bilder und ich schreibe. Aber ich schreibe nicht so, wie man das normal kennt. Ich schreibe keine Sätze, das sind nur Linien, Zacken und ja, Linien einfach. Zacken, Linien, Striche. Da ist nichts zu lesen. Ich habe dann diese Informationen direkt simultan in meinem Kopf, ja? Also, da einfach weiter üben, am besten mit Menschen, wo du das direkt reflektieren kannst, wo du keinen Druck hast auch, wo du keine Infos geben musst und unter Druck stehst, sondern halt einfach üben kannst, ganz frei und sagen kannst, das und das kriege ich oder dann das vorliest, was du gekriegt hast. Manche schreiben auch, wenn gerade wenn es die eigenen lieben Verstorbenen sind. Es gibt einige Frauen, die ich kenne, die von ihren Männern zum Beispiel Sachen diktiert bekommen. Also die schreiben wirklich richtig. Die schreiben wirklich richtige Sätze, Briefe. Und das sind Botschaften von ihren liebsten Männern. Also kenne ich auch welche. Einfach weiter üben, dranbleiben, nicht aufgeben. Manchmal braucht das einfach seine Zeit. Du musst das auch erstmal lernen, das zu verstehen, diese Sprache zu verstehen, ja? Mach dir da keinen Stress. Also, liebe Susanne, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Dann, Ilka Lorenz fragt, wie bucht man einen Kontakt? Ihr geht einfach hier über den Messenger. Und schreibt mir eine Nachricht, beziehungsweise meiner lieben Sarah die Nachricht, und die wird euch einen Termin zuweisen, weil ich mache meine Termine nicht mehr selber, dafür habe ich gar keine Zeit mehr. Die liebe Sarah ist zuständig für meine Termine und die vergibt an euch dann einen freien Termin. Die macht euch einen Terminvorschlag oder auch mehrere Terminvorschläge und ihr könnt dann sagen, passt, passt nicht. Und irgendwann haben wir hoffentlich einen Termin und hören uns. Also ganz einfach über den Nachrichtenmessenger eine Nachricht senden und dann kann man bei mir buchen. So, weiter geht's. Dann gucken wir mal. Hallo, die Manuela ist da. Ich freue mich. Mit der hatte ich auch einen ganz wunderbaren Jenseitskontakt. Hallo, liebe Manuela, die Bianchi. Bianchi, genau. So, wir schauen mal. Liebes Cynthia, wie bekommen unsere Verstorbene das Wetter mit? Ja, wie wir. Sie sehen's. Oder was meinst du? Oder meinst du, wie sie das fühlen? Meinst du, wie die Verstorbenen, liebe Heike, meinst du, wie die Verstorbenen das Wetter fühlen? Denen ist das egal, ob es regnet, schneit, stürmt, Sonne scheint. Wetter spielt für die keine Rolle mehr. Wetter macht für die nämlich nichts mehr aus, denn die haben kein 3D-Empfinden mehr wie wir hier auf der Erde, sondern für die ist das Wetter spielt für die keine Rolle. Und sie nehmen es wahr, sie sehen's, aber das spielt keine Rolle mehr, liebe Heike. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Die liebe Renate, mein liebes Renatchen, ach, die wunderbare Renate. Gehen unsere Lieben sofort ins Jenseits, wenn sie verstorben sind? Also ich meine, nahtlos oder dauert das noch eine Weile? Liebe Renate, eine sehr schöne Frage. Ja, unsere Verstorbenen gehen sofort nahtlos ins Jenseits über. Jeder Verstorbene in meinen zahlreich gegebenen Kontakten hat mir davon oder hat, hätte mir davon berichtet, nicht ins Licht zu gehen oder nicht ins Jenseits zu gehen, sondern ja, jeder geht direkt ins Jenseits. Wobei manche sehen den Tunnel und gehen in dieses Licht. Manche beschreiben es, dass es wie ein auf die Seite gehen ist. Manche beschreiben es, dass sie einfach die Räume gewechselt haben. Also dieses Empfinden ist ganz unterschiedlich. Das ist nicht immer dieser Lichttunnel. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Mir gefällt irgendwie der Kameraausschnitt da nicht. Ich sehe mich so komisch. Ja, also jeder sieht das anders. Also jeder Verstorbene nimmt das anders wahr, ja. Aber im Endeffekt gehen alle sofort ins Jenseits, ja. Sie bleiben hier nicht mit der Erde verhaftet. Sie müssen hier nicht noch irgendwelche Dinge erledigen, die es zu erledigen gäbe. Oh, wir haben 800. Yeah, 100 Zuschauer. Woo! 102. Ich freue mich riesig. Ich danke euch. 103. Super, das freut mich riesig, dass ihr so ein Interesse an diesen Livestreams habt. Vielen Dank, sehr, sehr schön. Also, liebe Renate, alle gehen direkt ins Jenseits. Keiner bleibt hier verhaftet. Keiner muss sein Dasein hier auf Erden fristen oder hier rumgeistern, rumspuken oder muss noch irgendwas erledigen. Alle gehen sofort ins geistige Reich, denn wir kommen alle von dort und wir gehen auch wieder dahin zurück. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Die Gabriele Joos fragt, hallo, kann ich Kontakt mit meinem Mann treten? Natürlich, liebe Gabriele, kannst du mit deinem Mann in Kontakt treten. Immer. Du kannst ihn immer fragen, er ist bei dir, mit all seiner Liebe, mit all seiner Aufmerksamkeit. Er ist immer bei dir und mit dir. Du kannst immer mit ihm sprechen und ich bin mir sicher, er wird dir antworten auf seine Art und Weise, so wie er es kann. Ja, also du kannst mit ihm in Kontakt treten. Selbst oder du gehst zu einem Medium und buchst dort einen Kontakt. Also auch das geht. Die Sandra Gregeli fragt,
Wer besucht mich derzeit aus dem Jenseits und ich kann ihn oder und wie kann ich ihn derzeit besser wahrnehmen? Also ich kann dir leider nicht sagen, wer dich aus dem Jenseits derzeit besucht. Dafür müssten wir eine Sitzung machen, um zu schauen, wer das ist. Und selbst da ist es nicht immer so einfach zu erkennen, wer es ist, wenn es jetzt jemand, ein Alter, eine Urahnin zum Beispiel von dir ist, die einfach nach dir schauen will und du kennst die eigentlich nicht, weil die schon lange, lange, lange gestorben ist, wird es da auch schwierig herauszufinden, wer es ist. Wenn es dir keine Angst macht, nimm es an und frag sie doch einfach mal. Vielleicht gibt sie dir auch Antwort und sagt, hey, ich bin deine Ur-Ur-Urgroßmutter, ja? Wie kannst du sie noch besser wahrnehmen? Einfach offen bleiben. Einfach offen im Herzen, in der Seele bleiben. Es gibt da kein, wie kannst du es noch besser machen? Entspannt sein, in die Ruhe gehen, in die Stille gehen und dich öffnen. Einfach öffnen. Da kannst du vielleicht noch besser wahrnehmen. Wenn du zur Ruhe kommst, wenn du ruhig wirst, wenn du zu dir kommst, dann kannst du die Verstorbenen noch besser wahrnehmen. Liebe Sandra, ich hoffe, ich konnte dir deine Frage beantworten. Die Claudia Schubert. Sind unsere Lieben bei uns, auch wenn wir noch keine Zeichen bekommen haben? Ja. Zeichen ist immer so eine Sache. Viele erwarten, ja, Zeichen vielleicht, die sehr spektakulär sind. Man muss ihn vielleicht sehen oder es muss ein Gegenstand bewegt werden oder es müssen Sachen rumfallen. Meistens sind es aber ganz kleine Zeichen wie ein Geruch zum Beispiel oder eine sanfte Berührung oder man kriegt ein ganz wohliges, warmes Gefühl ums Herz oder man hört auf einmal, man denkt an den lieben Verstorbenen und auf einmal hört man im Radio den Titel, den man immer gehört hat oder es fällt einem ein Buch in die Hände, was derjenige immer gerne gelesen hat oder man hat das Gefühl, man muss Bilder durchschauen und das kann ein Impuls sein von dem lieben Verstorbenen, der damit zeigt, hey, ich bin noch da, schau dir ruhig mal die alten Bilder an, so bin ich noch, mir geht es gut, ja, mir geht es so gut wie zu unseren schönsten Zeiten. Also das können ganz unterschiedliche Zeichen sein, das kann auch mal sein, dass dir eine Feder begegnet, es kann sein, dass du, ja, etwas an Initialen siehst, auf einmal kommen immer wieder die Initialen dir vor Augen, ja? Das gibt unheimlich viele Zeichen, aber viele warten auf so, ich weiß nicht, sehr spektakuläre Sachen. Meistens sind es aber die ganz kleinen und feinen Zeichen und die können natürlich oft im Alltag untergehen, wenn wir im Stress sind, dann nehmen wir das nicht wahr, ja? Ich habe aber auch ganz viel Videos zu Zeichen von Verstorbenen gemacht, woran du erkennst, dass ein Verstorbener da ist, was für Zeichen sie geben können und verschiedene Hinweise und Zeichen aus der geistigen Welt. Da habe ich ganz viele Videos gemacht in meinem YouTube-Kanal. Schaut einfach mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Dort findet ihr jede Menge. Oh, ich bin ja so begeistert. 105 Zuschauer. Also ich freue mich riesig. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Da habe ich ganz viele Videos gemacht bei meinem YouTube-Kanal. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein spannendes Video mehr. Ihr werdet sofort informiert darüber, weil sobald ich kann, mache ich Videos, weil ich möchte, dass ihr über die geistige Welt Bescheid wisst, weil ich möchte, dass ihr Informationen über die geistige Welt bekommt, dass ihr Zusammenhänge vielleicht besser versteht. Natürlich kann ich euch immer nur von mir erzählen, von meinen Erlebnissen, von dem, was mir die geistige Welt mitteilt, was sie mir gibt, was ich in den Tausenden von Jenseitskontakten, die ich gemacht habe, durchgesagt bekommen habe. Aus der geistigen Welt, von den Verstorbenen, von Engel aus der geistigen Welt, von Seelenwesen aus der geistigen Welt, von geistigen Wesen. Da gibt es ja so viel, das sind ja nicht nur unsere Verstorbenen, ja? Von den Geistführern, von den geistigen Teams. Ich habe so viele Informationen und die möchte ich natürlich auch euch weitergeben. Also abonniert meinen Kanal, da freue ich mich. Okay, liebe Claudia, ich hoffe, ich konnte dir die Frage beantworten. Die Sandra Brandt fragt, hatte vor ein paar Tagen das Gefühl, dass meine verstorbene Mutter neben mir steht, als wenn ich sie spüren konnte. Sehr schön. Liebe Sandra, ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig, dass du deine Mama so wahrgenommen hast. Ich freue mich, dass du sie wahrgenommen hast, indem du das Gefühl hattest, dass sie neben dir ist. Und dann war sie auch da mit ihrer Energie, denn das können wir auch spüren. Wir spüren uns auf Seelenebene. Wir spüren die Energie, die diese lieben Verstorbenen uns senden. Die spüren wir mit unserem Herz, mit unserer Seele. Und manchmal ist sie auch körperlich spürbar. Das heißt, wir kriegen eine Gänsehaut. Oder es ist das Gefühl, wie wenn uns jemand am Arm berührt. Ja? Also, sehr schön. Ich freue mich. Ich freue mich über ein so tolles Zeichen. Noch einmal möchte ich euch sagen, nicht jede Frage wird mir angezeigt. Ich lese alle Fragen mit Namen vor, damit ihr wisst, eure Frage ist ja an der Reihe. Die ich nicht sehe, die lese ich auch nicht vor, ja? Und die sind auch, die werden mir nicht angezeigt. So, ich muss mal einen Schluck Tee trinken. Ich freue mich so dermaßen, dass wir alle zusammen sind heute Abend. 107 Zuschauer, Wahnsinn. Weiter geht's.
Carla Bensheimer fragt, mein Ehemann ist vor 6 Wochen verstorben. Mein herzliches Beileid, liebe Carla. Am 4. August läutete nachts mein Telefon. Als ich den AB abhörte, waren darauf ganz viele Stimmen zu hören, darunter auch die Stimme meines Mannes. Wow. Wahnsinn. Wahnsinn. Carla, das ist der Wahnsinn. Was für ein Zeichen. Und dass du das jetzt hier schreibst, dafür danke ich dir sehr. Was hat er dann gesagt? Er sagt, Moment, er wolle da nicht mehr länger leben. Was? Moment. Oh Gott, es ist sehr viel. Moment. Er sagte, ich soll ihn abholen. Er wolle da nicht mehr länger leben. Seitdem mache ich mir große Sorgen. Oh, das habe ich aber so auch noch nicht gehört. Was hat das zu bedeuten? Ist er irgendwo hängen geblieben? Es wären auch unheimliche Stimmen zu hören. Ich bin seitdem ziemlich durcheinander. Da musst du schauen, ob das nicht etwas anderes ist, weil aus der geistigen Welt, ich habe mich jetzt echt gefreut, weil ich gedacht habe, da ist dein Anruf, auf dem Anrufbeantworter wirklich dein Mann. Aber diese Sachen passen nicht zur geistigen Welt. Liebe Carla, diese Sachen passen nicht zur geistigen Welt. Also das ist nicht das, was ich tagtäglich erlebe. Denn von dort möchte keiner mehr abgeholt werden. Und mir hat auch noch kein Verstorbener gesagt, dass er in der Zwischenwelt hängt. Da musst du dann jetzt wirklich prüfen, ob es nicht ein Schabernack war, ob es nicht ein Streich war. Mach dir da keine Sorgen. Ich kann es ja auch wieder nur aus meiner Erfahrung heraus sagen. Und ich glaube weder an böse Geister, noch an Zwischenwelten, noch an dämonische Welten, noch an die Hölle, noch an sonst etwas. Da wärst du dann halt bei mir auch an der falschen Adresse. Und das, was du, ich habe mich jetzt so gefreut, dass du einen wunderbaren Kontakt da auf deinem Anrufbeantworter hast, weil das ist, boah, das wäre so wahnsinnig. Aber diese Sachen passen nicht zum Jenseits. Das Jenseits ist hell, freundlich, voller Vergebung, voller Liebe, voller Akzeptanz. Das passt leider nicht zu dem, was mir das Jenseits mitteilt und was ich aus dem Jenseits kenne. Kein Verstorbener, und ich habe schon so viele Jenseitskontakte gegeben, hat mir jemals davon erzählt, dass er dort nicht bleiben wollte. Im Gegenteil, die wollen da nicht mehr weg. Wir wollen da nicht mehr weg, wenn wir dort sind, weil es dort einfach wunderschön ist. Und das ist auch das, was ich spüre. Ich spüre dort eine unheimliche Liebe, ein Getragensein, ein Wohlfühlen, eine unglaubliche Wärme, ein Licht, eine Helligkeit. Unglaublich, also unglaublich, was dort im geistigen Reich an Wohlbefinden ist. Also das passt leider überhaupt nicht. Also da musst du mal dann wirklich schauen, ob da nicht jemand einen ganz bösen Scherz mit dir getrieben hat. Und das hoffe ich nicht. Lösch diese Aufnahme einfach. Und ich kann dir nur sagen, ihm geht es gut. Er ist an einem wunderschönen Platz. Ihm fehlt es an nichts. Also das kann ich leider nicht unterschreiben. Das ist für mich ein böser Scherz. Ein böser Scherz, der da jemand gemacht hat. Tut mir sehr leid. So, die Petra Walter sagt oder fragt, können sich die Seelen in verschiedenen Formen zeigen? Was meinst du jetzt damit? Also die Seelen können Lichterscheinungen projizieren. Sie können eine Kugel sein, sie können ein langer Strich sein, sie können gezackt sein, sie können eine Wolke sein, sie können ein Nebel sein. Also so können sich Energien zeigen. Aber es ist jetzt nicht so Formen, dass man jetzt so ein Dreieck sehen würde oder ein Viereck. Also Kugeln, das hat man oft, Kugeln. Ne? Die sieht man oft, Kugeln, Energiekugeln. Aber ansonsten können sie als Nebel da sein, können sie als Rauch da sein, können sie langgezogen sein oder auch mal gezackt. Das ist ganz unterschiedlich. Ja, also liebe Petra, ich hoffe, ich konnte dir die Frage beantworten. Lini Marci fragt, wie kann man sich das Jenseits bildlich vorstellen? Sehen Sie, beziehungsweise nehmen Sie noch die Natur wahr, Berge, Wälder oder? Schwer es sich vorzustellen. Sehen Sie die noch Farben, all diese Dinge, wie wir mit unseren Augen sehen, wie nehmen Sie das wahr? Also, liebe Lini, wie Sie das wahrnehmen, weiß ich nicht. Dass Sie uns wahrnehmen, weiß ich anhand der Dinge, die Sie mir geben, indem Sie erzählen über Situationen, die im Leben der Hinterbliebenen gerade da sind. Oder indem sie erzählen, was gerade los ist bei Freunden und Verwandten und die Hinterbliebenen sagen, ey, das stimmt wirklich, das ist wirklich so, das weiß ich. Oh, 113 Leute, ihr seid irre, Wahnsinn, ich freue mich riesig. Also, liebe Lünni, da können Sie ganz bewusst wahrnehmen.
Aber wie sie selbst sehen, das weiß ich nicht, weil ich nicht durch die Augen der Verstorbenen also auf das Leben hier schauen kann. Ja? Ich kann als durch die Augen des Verstorbenen auf Situationen schauen, die sie im Leben hatten oder die jetzt gerade bei ihren Liebsten los sind. Aber das sind mehr so Impulse. Wie sie jetzt genau sehen, das kann ich leider nicht sagen, liebe Linie. Oh, das rennt jetzt hier wie verrückt. Ich kann nicht zurückblättern. Es tut mir leid. Also ich muss weitermachen, so wie es hier angegeben ist. Also, ich kann nicht sagen, wie sie uns wahrnehmen, aber das spielt auch keine Rolle. Wichtig ist, dass sie uns wahrnehmen. Und wie das geistige Reich aussieht, liebe Lini, da habe ich ein Video gemacht. Auch in meinem YouTube-Kanal findest du das. Dort kann man, ja, schauen. Und da habe ich bin gerade irritiert. Entschuldigung, ich muss mich gerade sammeln. Ich habe viel gearbeitet heute. So, Moment, weil das läuft hier so schnell, das ist Wahnsinn. Die ganzen Fragen, ich kann nicht mehr zurückblättern. Ich kann nicht mehr zurückblättern. Also, alle. Ihr müsst immer wieder Fragen stellen. Nochmal zu dir, liebe Lini. Also heute Abend ist es hektisch, weil ich einfach viel gearbeitet habe. Bitte entschuldigt das. Wenn man so viel redet wie ich den ganzen Tag, dann ist es irgendwann schwer, die Konzentration zu halten. Also seid ein bisschen nachsichtig mit mir. Verzeiht mir das. Schau mal auf meinem YouTube-Kanal nach. Da habe ich ein Video gemacht. Wie sieht es im geistigen Reich aus? Wie sieht das Jenseits aus? Und da durfte ich nämlich einen kurzen Blick hineinwerfen, aber das ist nicht mehr so, dass es da Bäume, Straßen, Häuser gibt. Das ist alles nicht mehr vonnöten, weil das brauchen wir nicht. Wir haben keine Körperlichkeit da mehr. Wir sind reine Energiewesen. Dort besteht alles aus Energie. Wir können uns das aber immer noch vorstellen. Das heißt, wir können das sehen. Wir können das telepathisch erfassen, aber es ist nicht so, dass da Gebäude stehen oder dass da Straßen sind, sondern das ist alles gleichzeitig da, was wir wollen. Das ist, ja, telepathisch. Das ist nicht mehr material, also materialistisch oder als Materie da, sondern das ist alles reine Energie. Schau einfach mal auf meinem YouTube-Kanal, da ist ein Video, wie sieht's im Jenseits aus? Ich guck mal, ob ich nochmal zurückblättern kann. Nein, kann ich nicht. Die Melanie Del Rose fragt, liebes Cynthia, ich habe eine. Jetzt ist die Melanie Del Rose weg. Das ging zu schnell. Tut mir leid. Tut mir leid. Melanie, schreib's einfach nochmal bitte. Ich hoffe, es wird mir angezeigt. Die Babsi fragt, liebes Cynthia, hatte vor kurzer Zeit eine schwere Herz-OP. Oh, ich hoffe, es geht dir wieder gut. 7 Stunden war mein Herz ausgeschaltet. Wahrgenommen habe ich nichts. Doch nachher war meine Wahrnehmung komplett verändert. Oh Gott, irgendwie mehrere Déjà-vus. Du bist weg. Das rennt so schnell. Ich krieg das alles. Also, es tut mir leid. Ich kann das auch nicht stoppen. Ich kann das nicht stoppen. Ich kann eine Sache zurückblättern und das war's dann. Also, liebe Babsi. Natürlich warst du ja in dem Sinn nicht tot. Du hast ja an einer Maschine gehangen, die deinen Lebenskreislauf aufrechterhalten hat, ja? Ich denke mir mal, weil 7 Stunden tot, das glaube ich ja nicht. Ich denke mal, dein Organismus ist am Leben erhalten worden. Dass du nichts wahrgenommen hast, heißt nichts, dass da nichts war. Vielleicht kannst du dich bewusst da nicht mehr daran erinnern. Aber du hast ja jetzt eine andere Wahrnehmung. Du hast ja jetzt eine veränderte Wahrnehmung. Vielleicht hängt das auch ein Stück weit damit zusammen, was du erlebt hast, dass du irgendwie bewusst nicht erinnern kannst, ja? Also, das war mit Sicherheit ein einschneidendes Erlebnis und ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dass du so weit wieder stabil bist, liebe Babsi. Aber sie sind da gewesen. Sie haben mit Sicherheit haben sie nach dir geschaut. Nur deine, ah, die liebe Andrea Haupenthal ist da, habe ich gerade gesehen. Die liebe Andrea Haupenthal, meine Mentorin. Ich weiß, sie wird es wieder nicht hören wollen. Aber ich grüße dich. Hallo, liebe Andrea, schön, dass du mit zuschaust. Die Andrea hat übrigens ein ganz tolles Buch geschrieben, vom Geist in die Materie. Oh Gott, Andrea, ich hoffe, ich sag's richtig. Und das bekommt ihr bei der lieben Andrea direkt über ihre Seite. Andrea Haupenthal, gibt das mal einfach ein im Internet, da findet ihr das Buch, wenn ihr Interesse dran habt. Ein super Buch. Ist auch so ein bisschen meine Bibel, da gucke ich auch mal ab und zu rein, wenn ich was noch mal genauer auch wissen will oder mal wissen will, wie meine liebe Mentorin das bekommen hat aus der geistigen Welt. Also einfach mal schauen, das ist ein ganz tolles, super Buch. So, dann weiter. Ich hoffe, liebe Barbara, ich konnte dir die Frage beantworten. Die Sarah fragt, Golombowski, können auch nur Seelenanteile reinkarnieren? Das heißt, ein Teil des Verstorbenen bleibt im Jenseits. Sorry, ist schon wieder weg. Ist schon wieder weg. Es geht so schnell, ihr Lieben, mit euren Fragen. Ich kann das alles gar nicht so schnell lesen, wie das weiterläuft. Also, es gibt ein Video von mir, das genau die Reinkarnation und die Wiedergeburt zeigt. Also nicht zeigt, sondern wie ich das erkläre. Und
Da kannst du genau nachsehen, wie das mit den Seelenanteilen ist, denn wir sind eine viel größere Seele. Wir sind eine viel größere, ja, ein viel größeres als das, was wir jetzt hier sehen. Wir sind, ja, ganz groß und wir spalten immer, also unsere Seele spaltet immer wieder Anteile ab, die auf die Erde inkarnieren. Wir, also das heißt ich, du, ihr, bleibt so in der geistigen Welt erhalten, wie ihr seid. Ihr seid individuell. Ihr seid individuell und ihr verbleibt mit eurem ganzen Anteil, mit eurem Charakter, mit euren Persönlichkeitsanteilen, wie ihr wart, mit euren Erfahrungen, mit euren Erlebnissen, verbleibt ihr in der geistigen Welt. Und das ist das, was ich als Medium erreiche in der geistigen Welt. Die Anteile, die dort bleiben. Die Seele macht nichts anderes und schickt immer wieder neue Anteile auf die Erde, die dann lernen. Ja? Also ihr Lieben, ihr schreibt fleißig hier Fragen. Ich sehe nicht alle Fragen. Ich kann auch nicht zurückblättern. Ich versuche mein Bestes, aber bei 110 Zuschauern ist das halt auch nicht so einfach, wenn so viele schreiben. Da kann ich nur das lesen, was ich da habe. Bitte entschuldigt das. Dafür kann ich nichts. Ich gebe mir die größte Mühe, schnellstmöglich durch die Fragen zu gehen. Und ja, versuche das schnellstmöglich so zu beantworten, dass es dann nicht weg ist. Ja. So, die liebe Carmen fragt. Ich hoffe, ich konnte dir deine Frage beantworten. Die liebe Carmen, weg. Ist schon wieder weg. Weg. Die nächste Frage, weg. Ich kann da nicht zurückblättern. Also, die liebe Anja Cisneis. Wie lange dauert eine Rückschau? Kann ich dir nicht sagen, weiß ich leider nicht. Ich denke mal, eine Rückschau ist wichtig für die Aufarbeitung oder Bearbeitung verschiedener Themen. Und ich denke, das kann eine längere Zeit dauern. In der geistigen Welt gibt es ja keine Zeit und keinen Raum. Ja, in der geistigen Welt existiert keine Zeit und kein Raum. Von daher kann ich dir nicht sagen, wie lange das dauert. Ich denke mir, das ist ein Prozess. Weil so ein Leben anzuschauen und zu aufzuarbeiten, zu bearbeiten und zu analysieren, braucht seine Zeit. Das braucht einfach seine Zeit, ja. Also da kann ich dir leider nicht sagen, wie lange das dauert. Aber ich denke mal, es spielt auch keine Rolle, weil es unheimlich wichtig ist, diese Dinge aufzuarbeiten. Weil es unheimlich wichtig ist, diese Dinge ja einfach zu bearbeiten, zu schauen, was hat mir die Inkarnation gebracht, was hat sie mir gezeigt, wo muss ich in der nächsten Inkarnation beziehungsweise meine Seele, die einen neuen Anteil abspaltet, auf die Erde bringt, was muss die noch lernen, wo gibt es was zu lernen, wo kann ich was anders machen, wo kann ich das, was ich versäumt habe, nochmal nachholen, ja? Okay, so, die Anja Schmidthaus-Noe fragt, mich würde sehr interessieren, wie lange unser Engel bei uns ist, wenn sie uns abgeholt haben oder gehen sie... Ich würde es sehr interessieren, wie lange unser Engel bei uns ist, wenn sie uns abgeholt haben. Oder gehen sie beim Heilschlaf? Ich kann leider die Frage nicht wirklich richtig verstehen. Also, einen Heilschlaf, den gibt es nicht. Ich vertrete nicht die Meinung, dass es einen Heilschlaf gibt. Keine Seele hat mir bis jetzt gesagt, dass sie in einen Heilschlaf gegangen wäre. Und das macht für mich auch gar keinen Sinn, denn Energie muss sich nicht ausruhen. Energie ist unendlich. Der Strom muss sich ja auch nicht ausruhen, wenn er jetzt wenn er ganze Nacht das Licht gebrannt hat, sagt der Strom ja auch nicht, ach nö, jetzt muss ich mich mal ausruhen. Jetzt mache ich mal, heute mache ich kein Licht, ich muss mich ausruhen. Also Energie ist endlos. Da muss sich keiner ausruhen. Und die lieben Verstorbenen sind bei uns, solange wir sie brauchen. Wenn wir liebevoll an sie denken, dann sind sie bei uns und mit uns. Und so lange, wie du sie brauchst. Sie bleiben so lange bei uns, wie wir sie brauchen. Und sie kommen am Schluss oder am Ende unserer Reise, kommen sie uns abholen. Ja, also ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Die Ivi fragt. Ich interessiere mich für das Thema schon immer. Hatte immer Angst vorm Tod. Im März nahm er mir meine große Liebe. Michael, es tut mir sehr, sehr leid. Es tut so weh. Seitdem habe ich keine Angst mehr. Ins Jenseits blicken, besuchen. Ich habe einiges gelesen. Leider weg. Schon wieder weg. Das ist, wenn so viele Fragen nachkommen. Ich habe da keine Zeit, so lange Texte zu lesen, ihr Lieben. Also es tut mir sehr leid, dass du deine große Liebe verloren hast. Du hast ihn auf der körperlichen Ebene verloren und das schmerzt und das tut weh. Das weiß ich. Das ist schlimm. Und nimm dir jede Hilfe, jede Unterstützung, die du bekommen kannst. Aber sei dir gewiss, dass er mit all seiner Liebe und Aufmerksamkeit bei dir ist. Denn er liebt dich nach wie vor. Der Liebe kann der Tod nichts anhaben. Und Tod ist auch eigentlich so ein schlimmes Wort. Ich weiß, dass
für viele, ja, dieser Tod, wenn man das hört, das ist so endlich. Und eigentlich hat das geistige Reich nichts mit dem Tod zu tun. Es ist ein Übergang, es ist eine Transformation in eine andere Ebene, in eine andere Dimension. Es ist eine Transformation in einen anderen Zustand. Unsere Körperlichkeit endet, ja. Unsere Körperlichkeit ist dem Organischen unterlegen, wie alles, was in der Natur ist, und vergeht irgendwann. Aber unser Bewusstsein, unsere Seele, die verbleibt für die Ewigkeit. Und sie ist bei dir, diese Liebe deiner großen Liebe. Sie kann nicht verloren gehen. Diese Liebe kann niemals verloren gehen. Love's never dies. Also es ist einfach so. Die Liebe überwindet Grenzen. Die Liebe überwindet alles. Und ich mag eigentlich das Wort Versterben nicht. Ich sage immer viel lieber vorausgehen, denn nichts anderes ist es. Es ist ein Vorausgehen. Ein Vorausgehen und ein, ja, wieder heimgehen, heimkehren, weil wir alle kommen von dort und wir alle gehen wieder dorthin zurück, ihr Lieben. Also, die Liebe stirbt niemals, sie ist niemals zu Ende. Alle eure Liebsten sind bei euch und ich sage euch, aufgrund der vielen Kontakte, die ich hatte und habe und aufgrund der Informationen, die ich daraus bekomme, was mir die Verstorbenen sagen, die Engel, die Geistwesen, es gibt ein Wiedersehen. Wir werden uns alle wiedersehen. Und wir werden gemeinsam die Ewigkeit verbringen. Und in der Zeit stehen sie eigentlich praktisch neben uns, nur wir können sie halt nicht wahrnehmen, weil sie in einer anderen Frequenz sind, weil sie in einer anderen Dimension sind, ja? Okay, ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Die Claudia Schubert, meine Tante sieht nahestehende Verstorbene. Je länger sie verstorben sind, desto seltener wird es. Woran liegt das? Also, das habe ich auch schon mal erklärt, warum bekomme ich denn keine Zeichen mehr, möchte mich mein Verstorbener nicht mehr kontaktieren. Und da möchte ich euch auch nochmal sagen, schaut auf meinen YouTube-Kanal, da habe ich ganz, ganz, ganz viele Videos gemacht, um euch das Thema geistige Welt näher zu bringen, um euch zu zeigen, dass die geistige Welt da ist, dass sie mit uns ist, dass sie bei uns ist. Also, da einfach auch nochmal gucken. Jetzt habe ich die Frage, jetzt ist sie wieder weg, jetzt kann ich wieder nicht gucken, es tut mir so leid, ich kann da nichts dafür, wenn aber 110 Leute da sind, dann geht das so schnell. Also, da einfach mal gucken in meinem YouTube-Kanal, da findest du ganz viele Antworten. Die Bianchi Angel fragt, weiß mein Mann, dass ich ihn so sehr vermisse? Ja, das weiß er, aber jetzt sage ich etwas, das viele vielleicht schockiert. Er vermisst dich nicht, weil er dich ja besuchen kann, weil unsere Liebsten genau immer zu uns kommen können, wann sie wollen. Sie sehen uns, sie kommen zu uns, sie nehmen uns wahr, sie nehmen an unserem Leben teil. Sie sind ja nicht weg und sie sind bei uns und sie gehen nur in eine andere Art des Seins. Der Körper vergeht, klar, weil er ist organisch. Es ist ein Gefäß, das wir nutzen, das wir hier auf Erden brauchen. Aber das macht uns nicht alleine aus. Und ich habe ja gerade ein Video gedreht am Sonntag, wo ich sage, das macht unser Leben nicht alleine aus. Unser Bewusstsein, unser Geist ist das, was uns auch viel ausmacht. Nicht nur die Körperlichkeit und dieses Bewusstsein, dieser Geist, der verbleibt in der geistigen Welt. Und der bleibt bei uns und der ist mit uns. Und der ist immer da, wenn wir ihn brauchen. Also dein Mann ist immer da und der vermisst dich nicht. Ich habe auch da ein Video gemacht. Ich kann es nur nochmal sagen. Ich habe so viele tolle YouTube-Videos gemacht. Einfach mal gucken und ein Like da lassen, wenn es euch gefällt und einen Kommentar und ein Abo, weil darüber freue ich mich. Dann sehe ich nämlich auch, was euch gefällt. Da sehe ich, was euch interessiert. Ja? Und da habe ich ein Video auch gemacht darüber. Schau da einfach mal rein und vielleicht hilft es dir weiter. Ich möchte aber jetzt noch etwas nutzen, die Zeit hier, weil ich habe eine ganz liebe Kollegin, die Alexa. Und die Alexa hat etwas ganz, ganz Tolles gemacht. Das ist eine liebe Freundin und Kollegin von mir. Und ich möchte dieses jetzt nutzen, weil es gibt auch viele Sternenkindereltern bei euch oder unter euch. Und da möchte ich einfach nutzen, mal zu sagen, was die Alexa Tolles ins Leben gerufen hat. Denn wenn eine Frau ein Kind verliert, dann im frühen Stadium, und dann bleibt meistens nichts, an was sich diese Frau, an dieses Baby erinnern kann. Und das finde ich sehr, 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 sehr schlimm. Und da hat die Alexa etwas ganz Tolles ins Leben gerufen, nämlich eine Sternenkinderabschiedsbox. Und die ist so toll, die ist so toll, weil sie Frauen die Möglichkeit gibt, Mütter, aber auch Vätern die Möglichkeit gibt, ihr Sternenkind würdevoll in einer wunderbaren Zeremonie, ja, zu verabschieden. Denn wie oft ist es so, die Frauen gehen ins Krankenhaus hinein und mit einem vollen Bauch vielleicht noch und gehen mit nichts mehr nach Hause.
kein Andenken, kein Nichts. Und manchmal ist dieser Vorgang, was ich schon gehört habe von Sternkindmamas, so schlimm, da wird überhaupt nicht auf die Frau eingegangen. Das ist einfach nur ein medizinischer Eingriff für viele. Und das war doch das Kind. Man trug es doch unter dem Herzen, man hat es doch mit Liebe empfangen. Und die liebe Alexa, und ich lese euch jetzt mal gerade vor, was sie da geschrieben hat, weil das ist sehr, 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 sehr schön. Also die Sternenkind-Abschiedsbox. Gerade wenn wir unseren Babys in einem frühen Stadium wieder an den Himmel abgeben müssen, bleibt ein richtiger Abschied oft verwehrt. Und meist noch nicht mal ein Ultraschallbild. Dabei ist es doch so wichtig, sich verabschieden zu dürfen, damit der Weg sich neu sortieren kann, dass er freigemacht wird. Mit der Sternkind-Abschiedbox gebe ich dir Raum und Zeit, auch nach einer frühen Fehlgeburt ganzheitlich dich von deinem Sternchen verabschieden zu dürfen. Und ich finde das wunderschön. Ich begleite dich hier mit der Box auf eine ganz besondere Art, durch ein kleines Abschiedsritual. Und das finde ich auch so, so wichtig. Wir schreiben einen Brief, meditieren und geben all den Schmerz, die Trauer an das Universum wieder ab, wo alles in bedingungslose Liebe umgewandelt wird. Zusätzlich bekommst du noch etwas Visuelles, damit du deinem Sternchen einen neuen besonderen Platz in deinem Leben geben kannst. Für die Box fertige ich dir, also die liebe Alexa, nicht ich, eine auf dich abgestimmte energetische Sternenkind-Räucherschale an, die mit Swarovski-Kristallen und Edelsteinen bestückt ist. Wie wunderschön, mit wie viel Liebe die Alexa das macht. So wie kraftgebenden Engelsymbolen, die eingraviert werden. In enger Zusammenarbeit mit Miriam Selos von Energielichtern sind für die Box kleine Energie-Teelichter entstanden, die sich bei uns mit einer kleinen medialen Botschaft von deinem Sternchen anmelden und uns immer wieder zeigt, dass die Box, die unbedingt zu dir will, Wenn auch du ein persönliches Sternenkind-Abschiedsbox für dich und deine Lieben möchtest, dann schreib mir sehr gerne via PN oder über meine Facebook- oder Insta-Seite. Und zwar Alexa Seelenwellness. Alexa Seelenwellness. Ja? Oder ihren Shop www.alexa.seelenwellness.de. Und da könnt ihr auch gucken, was diese Sternenkind-Abschiedbox mit dabei hat. Und ich finde das so, 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 so toll. So unglaublich wichtig und wertvoll, weil ich mir, ja, im Entferntesten nur vorstellen kann, ich bin jetzt keine Mama, aber ich kann mir vorstellen, wie schlimm das sein muss für eine Frau und Mutter, ein Kind zu verlieren. Und mit dieser wunderbaren Box habt ihr die Möglichkeit, eurem lieben Kind, eurem Sternenkind, eine würdevolle Verabschiedung, eine herzliche Verabschiedung, eine liebevolle Verabschiedung zu geben. Und ihr könnt auch noch was gegen eure Trauer, euren Kummer tun. Also es war mir jetzt ganz wichtig, euch das zu sagen. Ich kriege dafür kein Geld. Also die ist ganz, ganz frei, aus freiem Herzen, aus freien Stücken, weil ich die Alexa ganz, ganz toll finde. Ist eine super mediale Künstlerin, eine super Kollegin, eine super tolle Frau. Und das war mir ganz wichtig. Es war mir ein Anliegen, euch das jetzt zu sagen. Weiter geht's. So. Liebe Cynthia, die sind ja mit C, genau, wie ich, nur mit C. Ich habe schon so viele Antworten bekommen durch deine ganzen Videos, dass ich gar nicht weiß, was ich fragen soll. Oh, das finde ich ja schön, dass die Fragen damit alle beantwortet sind. Wie schön. Die Sarah schreibt, hallo, ich wollte fragen, ob ich meinen verstorbenen geliebten Hund wiedersehe. Ja, das wirst du. All unsere lieben Verstorbenen sehen uns wieder. Sehen wir wieder. Und sie sehen uns wieder. Auch unsere Tiere. Auch unsere Tiere sehen wir im geistigen Reich wieder. Bitte entschuldigt heute ein bisschen meine Holperer und Stolperer. Aber ich habe die Woche so viel gearbeitet und da ist die Konzentration einfach auch so ein bisschen, geht die Flöten. Aber ich glaube, das kennt ihr selbst. Das wisst ihr selbst, wie das ist, wenn man so viel arbeitet. Ja, also, liebe Sarah, deine lieben Tiere siehst du alle wieder. Sie warten ganz ungeduldig auf uns. Viele Verstorbene bringen auch in die Sitzungen ihre Tiere mit. Die sind mit dabei. Sie zeigen sie. Sie zeigen, dass sie bei ihnen sind und mit ihnen sind. Und darauf freue ich mich auch, denn ich habe auch zwei Fellnasen schon in der geistigen Welt. Und ich freue mich, wenn ich eines Tages die zwei kleinen Knuddelkinder, Knuddelgesichtchen von meinen lieben Katerkindern wieder in den Arm nehmen darf und sie
küssen und liebkosen und knutschen darf, weil die mussten bei mir viel aushalten, meine Katzenkinder. Ich hab die immer abgeschnuddelt. Ich glaube, das ist denen furchtbar auf die Nerven gegangen und haben gedacht, oh mein Gott, bitte hör doch damit auf, diese Abschnuddelerei. Aber meine Liebe war so groß, ich musste sie immer küssen, besonders auf die kleine Fellnase. Sehr schön. Weiter geht's. Milana Diaz Ribeiro. Ich lerne und beschäftige mich mit Medialität und möchte mich gerne zum Medium entwickeln. Aber ich habe es nie in der Kindheit gehabt und mich mit dem beschäftigt. Kann ich trotzdem genauso, ein gutes Medium werden, wenn ich alles dafür gebe? Also, liebe Milana, jetzt sage ich dir vielleicht was, was dir vielleicht nicht so gut gefallen wird. Ein Medium, finde ich, kannst du nicht werden. Du bist ein Medium. Wenn von dir, bei dir ein Talent angelegt ist, dann ist das auch ausweitbar. Dann ist das, ich habe heute so Sprachfindungsstörung, das gibt's nicht. Dann ist das auch schulbar. So, das wollte ich jetzt sagen. Dann ist es auch schulbar, ja? Also, wenn die Medialität nicht als Talent in dir angelegt ist, dann wird es nicht funktionieren. Sei nicht böse, dass ich das jetzt sage, aber ich bin halt ehrlich. Ich finde halt immer so übers Wochenende Medium werden und wenn ich alles gebe, werde ich Medium. Es braucht halt auch ein Talent. Mozart musste natürlich auch viel üben, aber hätte er nicht dieses musikalische Talent gehabt, dann, ja, wäre er nie so ein großer Komponist geworden. So wie Lady Gaga ein unglaubliches Gesangstalent hat. Nicht jeder kann singen. Also, sage ich mal schon, jeder kann singen, aber ob er damit gut wird, das ist die andere Frage. Ich bin auch immer der Meinung, dass ich sehr gut singen kann. Aber ich glaube, bei mir wird es wohl eher reichen, die Hallen leer zu singen als voll. Aber das ist auch nicht schlimm, denn jeder hat sein Talent. Wenn du aber das Gefühl hast, dass du das Talent hast, dann schule es. Schule es, bilde es aus, probier dich. Und dann kannst du auch ein gutes Medium werden, wenn das in dir angelegt ist. Es muss ein Talent in dir angelegt sein. Wenn da nichts ist, was man schulen kann, dann funktioniert das auch nicht. So wie bei mir, ich habe zwei linke Hände. Ich habe eine Freundin, die kann alles mit den Händen. Das ist unglaublich. Die legt Holzböden, die macht Mosaiksteine, die legt Fliesen. Die ist so kreativ mit den Händen. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Kann ich noch so viel üben? Da kann ich noch so viel machen. Es geht einfach nicht. Ich probiere mich immer daran, aber ich habe kein Talent dazu. Ich habe einfach kein Talent dazu. Ich habe kein Talent dazu, handwerklich da wirklich etwas zu machen. Da bin ich eine Niete drin. Und die macht so unglaublich tolle Sachen, wo ich immer denke, boah Gott, könnte ich das doch auch nur. Aber ich kann es halt nicht. Also, wenn du ein Talent hast, dann schule es. Schule es, trainiere es. Besuche Seminare, aber das muss längerfristig. Ein Medium wird man nicht über Nacht. Das ist ein Prozess. Ich habe, um dort zu sein, wo ich heute bin, über 20 Jahre gebraucht. Einfach des Lernens, des Weges gehen, des Schauens. Und ich hatte das schon in der Kindheit. Also ich merkte das schon in der Kindheit, aber ich hatte vor allem Angst, was den Tod betrifft. Alles, was mit dem Tod zusammenhing, davor habe ich mich fürchterlich gefürchtet. Als ich die ersten Verstorbenen mit 20 an meinem Bett stehen hatte, ich bin in allen Variationen aus meinem Bett gefallen. Vorwärts, rückwärts, seitwärts, weil ich bin fast gestorben vor Angst. Ich bin fast gestorben vor Angst, ihr Lieben. Weil ich einfach damit nicht umgehen konnte. Und irgendwann sagte ich zum lieben Gott, hör auf damit, bitte hör auf damit, hör auf damit, hör auf damit. Wenn es aber dein Weg ist und du sollst mit der Medialität arbeiten, dann wird dich die geistige Welt auch führen. Ich habe auch nie einen Kursus besucht oder ein Seminar, weil die geistige Welt mich ausgebildet hat. Wer kann mich denn besser ausbilden als die geistige Welt? Also du kannst das auch für dich selbst machen. Wenn du aber sagst, hey, ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfe, dann schaue nach Seminaren. Aber welche, die längerfristig gehen, die dich darauf vorbereiten. Nicht so ein Wochenendkurs, übers Wochenende werde ich Medium, das gibt es nicht. Ja? Und dann muss man halt auch schauen. Da muss auch derjenige, der den Kursus gibt, auch wirklich schauen, ob du ein mediales Talent hast. Und auch ehrlich sein. Ja, also ich biete auch mediale Coachings an. Man kann auch bei mir mediale Coachings buchen. Und dann schaue ich, wo man medial steht. Ist da eine mediale Veranlagung da, die man ausbauen kann? Dann muss man aber auch vertragen können, dass vielleicht nichts da ist in der Art und Weise, um als Medium zu arbeiten. Medial sind wir alle. Wir alle haben die Anbindung an die geistige Welt. Wir alle sind verbunden mit der geistigen Welt. Aber nicht jeder kann als Medium arbeiten. So wie nicht jeder Picasso wird, so wie nicht jeder Mozart wird, so wie nicht jeder ein super Handwerker wird oder eine Lady Gaga wird.
Das ist halt so. Jeder kriegt sein Talent mit auf die Erde, das er benötigt in seiner Inkarnation. Und da sollte man schauen, wo liegt mein Talent, wo liegt meine Begabung? Und das sollte man ausbauen, denn das ist euer Weg. Das ist das Talent, was ihr mitbekommen habt. Darin sollt ihr gut sein. Und ihr werdet das merken. Wo geht euer Herz hin? Und die Medialität, die Anbindung haben wir, wie gesagt, alle. Wir alle sind medial, aber halt nicht in der Art, wie es ein Medium vielleicht macht. Ja, ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Und ich hoffe, du bist auch nicht böse, aber ich bin ehrlich. Die Sandra fragt, ich wünsche mir Kontakt mit meiner Mama. Ich habe so viele unbeantwortete Fragen. Liebe Sandra, buch einfach einen Kontakt bei einem Medium. Und dann ist es vielleicht wirklich so, dass deine Mama dir auch deine Fragen beantwortet. Ein Medium hat keinen Einfluss darauf, was kommt oder auch was darauf nicht, also was nicht gesagt wird. Es hat auch keinen Einfluss darauf, ja, ob Fragen beantwortet werden oder nicht. Das entscheidet die oder der Verstorbene. Da kann ich jetzt auch wieder nur von mir sprechen. Bei mir ist das so. Ich habe keinen Einfluss darauf, was kommt. Ich habe aber auch keinen Einfluss darauf, was nicht kommt. Ich kann das nicht beeinflussen. Was mir die Verstorbenen geben wollen, das geben sie mir. Und was ich nicht bekomme, das bekomme ich nicht. Okay. Die Petra sagt, dann passen ja die Fotos und Videos, die ich habe. Die Andrea sagt, hallo Cynthia, schau mir gerade deinen Livestream an. Ja, schön, liebe Andrea, das freut mich. Die Jessica Willems fragt, meine Schwester hat mich ihr Parfüm riechen lassen. Och, das ist ja toll. Toll, ja, also Gerüche, darüber können sich Verstorbene bemerkbar machen. Über Gerüche können sich Verstorbene bemerkbar machen. Dann riecht es auf einmal nach dem Parfüm von dem Verstorbenen oder nach dem Parfum. Das war jetzt saarländisch, nur ein Parfüm. Es riecht nur ein Parfüm. Das ist saarländisch. Also ja, sie können sich über einen Geruch bemerkbar machen. Ja, dann riecht es vielleicht nach dem Parfum. Oder es riecht so wie die Oma, wenn sie gekocht hat. Oder es riecht wie in der Wohnung vom Papa früher. Ne? Also das kann alles sein über den Geruch. Die Kerstin fragt, Kerstin Anas, geht auch ein Kontakt via Skype oder Telefon? Über Telefon mache ich das, über Skype mache ich das nicht gerne, weil die Leitungen einfach zu unstabil sind. Das heißt, das ist auf Zeit versetzt oder verzögert und das finde ich ganz schrecklich. Das bringt mich immer aus dem Takt dann, weil ich mich dann immer reden sehe und ich sage eigentlich schon nichts mehr, aber meine Lippen sprechen weiter, weil es einfach nicht synchron ist. Aber über das Telefon, ja, das geht, das ist gar kein Problem. Der geistigen Welt ist es egal, ob ich in der Badewanne sitze und du im Bett liegst und ich dir einen Kontakt gebe über das Telefon oder ob du bei mir vor Ort bist. Viele fragen mich immer, ja, ist dann ein Vor-Ort-Termin nicht besser? Dann sage ich immer, natürlich ist ein Vor-Ort-Termin immer schöner. Es ist ja auch schöner, live bei einem Konzert dabei zu sein. Aber die Qualität eines Konzertes ist nicht schlechter, wenn du sie am Fernsehen ansiehst oder wenn du sie im Radio hörst. Nur das Feeling, dieses Face-to-Face, zusammen zu sein, das hat nochmal seine eigene Qualität. Das ist was ganz Besonderes. Und ich habe viele, die zu mir kommen, von ganz weit her, also von Sachsen-Anhalt, von überall kommen die zu mir. Aus den Niederlanden ist auch schon jemand gekommen, extra zu mir. Ja, also das ist möglich, das kann man. Man kann zu mir kommen und das ist auch natürlich schön, wenn man sich persönlich kennenlernt. Die Qualität oder der Qualität tut es keinen Abbruch, wenn es am Telefon ist, weil ich habe auch Klienten in den USA. Da wird es dann halt schon mal ein bisschen schwieriger, hierher zu kommen. Oder aus Neuseeland habe ich auch Klienten. Da wird es dann wieder schwieriger, einfach hierher zu kommen. Ja? Also, das geht auch am Telefon. Ich hoffe, ich kann die Frage beantworten. Die Birgit fragt, wir haben, denke ich, alle Verständnis. Danke, danke an dich. Danke. Oh, das ist lieb. Danke, danke, danke. Tanja Roth, anscheinend hat es mit meiner Frage nicht geklappt. Du hast schon Engel erwähnt. Hast du aus der geistigen Welt schon was von Gott und Jesus gehört? Und wie denkst du darüber? Super Frage, Tanja. Super Frage. Ich muss mal gerade gucken. 20 nach, das ist Wahnsinn, wie die Zeit immer rennt und ihr seid so zahlreich da, ich finde das so toll. Danke. Also, Engel gibt es? Ja. Ich persönlich habe eine sehr starke Verbindung, ja, zu Jesus, aber nicht, dass Jesus jetzt ständig mit mir spricht, ja, sondern mein Vater und ich, wir waren, was Jesus betrifft, sehr miteinander verbunden. Wir haben zu Ostern immer die Jesus-Filme geguckt und Jesus war so ein Thema bei uns in der Familie, weil Jesus ein Mensch war. Und mein Papa hat mir ganz viel über Jesus erzählt und hat mir ganz viel, ja, gezeigt über Jesus. Und ich
habe eine unheimliche was heißt Anziehung, aber eine unheimliche Liebe zu Jesus. Und ich spüre das auch. Ich spüre diese Liebe, die ich bekomme. Und manchmal, wenn es mir schlecht geht, dann bitte ich ihn auch um Hilfe. Dann bitte ich ihn um seine Liebe. Und ich habe das Gefühl für mich, ich spüre das. Also ich möchte hier jetzt nicht sagen, dass ich mit Jesus in Kontakt stehe. Also versteht das nicht falsch. Ich stehe mit meinem Herzen mit ihm in Kontakt, auf jeden Fall. Und es ist eine ganz besondere Verbindung zu meinem verstorbenen Vater in der geistigen Welt. Und ich weiß, dass er existiert, weil mein Vater mir auch davon berichtet hat, weil mein Vater auch gesagt hat, dass er Jesus gesehen hat. Ich glaube auch an Gott. Ich glaube an diese universelle göttliche Einheit, die wir dort sind. Und ich habe das letzte Mal etwas ganz, ganz Wunderbares durch einen Verstorbenen auch erhalten, gerade in Bezug auf Gott. Denn die war sehr gläubig, die Dame. Und sie hat gedacht an Hierarchien. Gott steht über einem. Und sie sagte im Kontakt, dass das ganz anders wäre, dass es ein Gleich ist, aber man merkt, dass diese göttliche Präsenz in einer anderen Schwingung ist, dass sie noch viel reiner ist, viel mehr Liebe hat, aber es ist nicht hierarchisch, dass man sagt, der steht über einem, sondern der ist mit einem, aber man hat so eine, man merkt diese Präsenz, diese unglaubliche Güte, diese Liebe, dieses Miteinander all eins sein, dass er alle liebt, dass er alles seine, man kann es ja sagen, Schäfchen liebt, dass er alles, was beseelt ist, liebt. Das muss man durch und durch spüren in dieser Welt, dass diese göttliche Präsenz da ist. Und von daher glaube ich ganz fest an Jesus, weil er einfach diesen Bezug zu meinem Vater hat und mich da immer wieder daran erinnert, diese Liebe, die wir beide dazu hatten, ja, dieser Jesus war halt so menschlich. Der Jesus ist mal wütend geworden. Der Jesus hatte Probleme auch. Der Jesus hat gelebt. Der war ein Mensch. Er hat unter den Menschen gelebt. Er wusste, wie das Leben ist. Und das macht ihn mir so unglaublich nah, weil ich immer denke, hey, er hat auch Probleme gehabt. Er ist für uns alle, so wie die Kirche uns das ja auch sagt, oder die Bibel uns das sagt, am Kreuz gestorben für uns. Für uns hat er sich geopfert. Welche Liebe muss man empfinden? Und er hatte auch Angst. Er hatte Ängste. Er ist mir so sympathisch, weil er mir so nahe ist. Und er war ein wunderbarer Prediger. Es ist so unglaublich toll, wenn man sich die Bergpredigt von Jesus liest oder anhört. Das gibt einem so viel Kraft. Dieser Mann war ein unglaublich charismatischer Mann. Und ich beneide jeden, der ihn getroffen hat. Ich beneide jeden, der mit ihm zu tun gehabt hat, weil ich bin mir ganz sicher, dass dieser Mensch existiert hat. Ja, und ich habe einen ganz besonderen Bezug zu Jesus. Wegen meinem Vater, aber auch zur Göttlichkeit. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen beantworten. Die Steffi Mewes Stoffel fragt, wollte fragen, ob es wirklich so ist, dass mein Mann mich, wenn meine Zeit gekommen ist, wirklich abholt. Ich wäre so glücklich, Mama wiederzusehen. Ah, nee, deine Mama, nicht der Mann. Ja, liebe Steffi, deine Mama wird da sein. Die wird dich abholen. Die wird bei dir sein und warten, dass du da bist, damit du ein vertrautes Gesicht siehst. Wahrscheinlich ist sie sogar schon da, wenn du im Sterbeprozess bist. Und ich hoffe, dass du ein langes, glückliches Leben hast und als eine ganz alte, mit Liebe erfüllter Frau, als alte Frau nach Hause gehen darfst. Und dass deine Mama dann schon bei dir ist und sie dich abholt und sie dir zeigt, ja, dass man vor nichts Angst haben muss im geistigen Reich, dass man dort mit Liebe aufgenommen wird, mit Akzeptanz aufgenommen wird und man sich freut. Ein Tod unter den Menschen ist eine Geburt unter den Engeln, sage ich immer. Also ja, deine Mama kommt dich abholen. Aber denk dran, sie ist immer jetzt auch noch bei dir. Sie sind ja nicht weg. Wir denken immer, die sind weg, aber die sind ja nicht weg, die sind bei uns. Und die sagen ja auch, hey, wir sehen euch. Und die erzählen doch auch von dem Leben, von den Menschen, bei dem sie gerade sind. Also das heißt, bei den Hinterbliebenen, was bei denen los ist. Die zeigen sich doch und zeigen, dass sie da sind. Und ja, machen sich bemerkbar und sehen uns. Ganz bewusst. Und das finde ich schön. So, dann... was haben wir noch hier? Die Kerstin, ist ein Kontakt via Telefon oder Skype möglich? Das habe ich ja schon beantwortet. Ja, die Kerstin Lena fragt, wann reinkarniert man wieder? Kann eine Person jetzt bereits wiederkommen oder reinkarniert man erst sehr viel später wieder, wenn alle verstorben sind? Also liebe Kerstin, darüber habe ich ein Video bei YouTube. Mein YouTube-Kanal. Guckt mal auf meinen YouTube-Kanal. Abonniert ihn, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und ich freue mich über jedes Abo, über jeden Like, auch auf meiner Seite hier, weil mir das zeigt, Entschuldigung, was ihr möchtet und was ihr gerne haben möchtet. Schickt mir auch gerne Themen.
von Videos, die ihr gerne mal haben wollt, wo ihr was wissen wollt, schickt mir da auch gerne eure Themenvorschläge. Das schaue ich mir alles an und wenn ich denke, oh, das ist interessant, dann mache ich da auch was drüber. Also, wir reinkarnieren anders, als man das vielleicht glaubt. Wir sind einmalig, liebe Kerstin. Du bist einmalig, ich bin einmalig. Wir kommen so nicht mehr auf die Erde zurück. Ja? Wir verbleiben im geistigen Reich und verbringen dort die Ewigkeit. Schau dir mal das Reinkarnationsvideo an, weil das wird jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ja? So, die Nora Kay. Wie denkst du über Spukphänomene? Die gibt es. Spukphänomene gibt es, aber nicht, ja, das ist schwierig, die machen einem Angst, klar, aber eigentlich wollen die uns keine Angst machen. Spukphänomene können Klopfgeräusche sein. Spukphänomene können sein, dass man auf einmal Stimmen irgendwo hört. Spukphänomene können sein, dass man Lichterscheinungen hat. Spukphänomene können sein, dass es klopft, aber das habe ich schon gesagt. Spukphänomene können sein, dass man irgendetwas sieht, aber das ist nie gedacht, um uns zu ängstigen. Und Poltergeist und Co. sind alles Erfindungen aus Hollywood. Es gibt böse Energien, ja, aber die sind menschengemacht und menschengedacht. Das hat was mit Energien zu tun. Aber auch das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich habe ein Video gemacht über böse Geister. YouTube. Ich kann es immer nur noch mal sagen. Ich habe schon so viele Videos gemacht. Da kannst du auch noch mal nachlesen, gibt es böse Geister? Ja? Oder warum spukt es, oder warum spukt es an unheimlichen Orten nicht? Warum ist da keiner mehr? Schau dir das gerne mal an, liebe Nora. Die Justina fragt, warum kann es, liebe Nora, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Warum kann es passieren, dass wir einen Partner zweimal verlieren? Unsere Verstorbenen wollen doch, dass es uns gut geht. Warum beschützen sie uns nicht? Warum kann es passieren, dass wir einen Partner zweimal verlieren? Das verstehe ich jetzt nicht. Wie meinst du das? Weil doppelt sterben kann ja keiner. Also wenn man tot ist, ist man tot. Oder meinst du damit, dass du zwei Partner verloren hast? Jeder hat seinen Plan. Jeder hat sein Ende der Reise festgehalten. Jeder hat seinen Anfang bestimmt und jeder hat sein Ende seiner Zeit bestimmt. Und das ist keine Bestrafung oder dass man böse mit uns wäre und uns deswegen unsere Liebsten nimmt. Das ist nicht der Fall. Wir beschließen das selbst. Wir beschließen unseren Abgang auf der Erde selbst. Ich weiß, wie schwer sich das anhört und für manche ist das wahrscheinlich auch schwer zu begreifen, dass man sagt, ja, man kann doch nicht wollen, dass man stirbt. Doch, weil wir Erfahrungen hier machen und sagen, okay, dann ist die Erfahrung beendet, dann gehen wir wieder nach Hause, weil wir gehen dann wieder nach Hause. Und ja, es ist traurig für uns als Hinterbliebene, aber eigentlich müssen wir nicht traurig sein für die Verstorbenen, weil die gehen an einen wunderschönen Ort, die gehen zurück in ihre Heimat oder in unsere Heimat, wo wir alle wieder hingehen. Das ist ein unglaublich warmer, weicher, liebevoller, großartiger Platz, wo wir wieder hinkommen. Und viele, die Nahtoderfahrungen, oh, wir haben schon halb, ich mache noch ein bisschen. Und viele, die Nahtoderfahrungen hatten, die sagen auch oftmals, ich wollte nicht mehr zurück, weil es da so schön ist, weil ich mich da so wohl gefühlt habe. Ja, es ist hier eine Reise, die wir machen. Es sind Erfahrungen, die wir machen, die wir unserem Seelenwissen zufügen wollen, um zu lernen, um zu wachsen. Aber das ist im Menschlichen nicht immer so einfach zu verstehen und das weiß ich. Und ein geliebter Mensch fehlt. Und glaubt nicht, dass ich nicht weiß, wovon ich spreche. Auch ich habe schon viele ans geistige Reich vorgehen lassen müssen oder ins geistige Reich vorgehen lassen müssen. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Aber auf einer höheren Warte, auf der spirituellen Sicht heraus, ist dieses Leben eine Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, zu lernen und wunderbare Dinge in einer Körperlichkeit zu tun. Wie gesagt, ich mache noch länger, weil ich ja auch ein bisschen Werbung gemacht habe. Da möchte ich natürlich auch noch ein bisschen länger für euch da sein. Aber es war mir so wichtig mit dieser Abschiedsbox, weil ich die so, so toll finde. So, so toll finde. So, die liebe Stefanie de Ulf fragt. Hallo Cynthia, du hast erwähnt, dass Seelen sich im Jenseits weiterentwickeln. Was ist, wenn man sich nicht weiterentwickelt? Bleibt man dann in einer Ebene gefangen oder ist dort irgendwo allein? Also, liebe Stefanie, es gibt keine Ebenen im geistigen Reich. Noch kein Verstorbener. Ich vertrete diese These nicht. Noch kein Verstorbener hat mir jemals davon berichtet, dass er auf irgendeiner Ebene hängen geblieben wäre. Macht auch für mich keinen Sinn. Denn wir alle sind hochentwickelte geistige Wesen. Unsere Seele spaltet seit ewigen Zeiten Anteile ab, die auf die Erde inkarnieren und die Erfahrungen sammeln. Wir wissen schon sehr viel. Aber es gibt zig Kombinationen, Erfahrungen in einem menschlichen Körper zu machen. Und deswegen inkarnieren wir so oft oder unser Seelenanteil so oft. Wir bleiben nirgends hängen. Wir entwickeln uns automatisch
nicht weiter, weil das unser Bestreben ist als Seelenwesen. Wir wollen weiter uns entwickeln. Das ist etwas, was in uns ist, was wir sind. Wir sind Entwicklung, wir sind Wachstum. Wir wollen lernen, wir wollen erfahren und wir wollen uns weiterentwickeln, weil wir eine Geistigkeit erreichen möchten, die, ja, um alles weiß, die der gottgleichen Quelle gleichkommt. Im geistigen Reich arbeiten wir daran, in dieser göttlichen Quelle eins zu sein, auch mit dem Göttlichen. Ja, da sind wir dazu oder sind wir bemüht darum, das zu erreichen. Ja, dieses All-Eins-Sein, dieses göttliche Wissen. Und das können wir nur, wenn wir uns weiterentwickeln. Ja, und an diesem Wissen teilzuhaben, mit das dabei zu sein, zu verstehen, diese göttliche Quelle zu verstehen auch. Denn hier mit unserem kleinen Gehirn ist das überhaupt nicht zu verstehen, was in der geistigen Welt an Wissen ist, was dort vorherrscht. Das können wir können das nicht begreifen. Es gibt auch nichts, wie die geistige Welt uns das erklären könnte. Es gibt ja noch nicht mal Worte dafür, die man nutzen könnte. So weit sind wir nicht. Wir sind dort so hoch entwickelte spirituelle Wesen, dass wir das mit unserem kleinen Kopf hier gar nicht greifen können. Und wir sind bemüht, miteinander unser Wissen auszutauschen, partizipieren voneinander, bleiben aber in unserer Individualität und sind in dieser Quelle, die um alles weiß irgendwann. Ja, das ist, also gibt keine Ebenen. Für mich gibt es keine Ebenen. Also das ist aber nur das, was ich dir sagen kann. Es gibt auch andere, die sagen, es sprechen von Ebenen. Mir hat noch nie ein Verstorbener davon erzählt. Macht für mich auch keinen Sinn. Es macht für mich keinen Sinn, dass ich als hochentwickeltes spirituelles Wesen mir Aufgaben auf der Erde suche, die ich erfahren möchte, die ich lernen möchte, die auch sehr schwierig sein können, vielleicht jemandem etwas anzutun, weil es ein Seelenplan ist, weil ich mich dazu bereit erklärt habe, damit die andere Seele was lernen kann und auch ich was lernen kann. Und dass, wenn ich mir so eine schwere Aufgabe auf mich lade, nachher zurückgehe und im Penthouse, also im Keller sitze und mich wieder ins Penthouse vorarbeiten muss, das macht für mich keinen Sinn. Ich weiß auch, wie schwierig sich das jetzt anhören muss für euch, wenn ich sage, ich habe eine Gewalttat getan und dann komme ich mit allen ins geistige Reich auf eine Ebene. Ich weiß, dass das schwer zu begreifen ist. Und keiner muss hier etwas annehmen, was ihm widerstrebt oder mit ihm nicht in Resonanz geht. Jeder soll nur das annehmen, was für ihn stimmig und sinnig ist. Aber schaut euch mal die Rückschau des Lebens an. Mein YouTube-Kanal, ach, habe ich schon überhaupt erwähnt, dass ich einen YouTube-Kanal habe? Dort findest du auch ein Video über die Rückschau im Leben und wie ich das sehe oder wie die geistige Welt mir das gesagt hat, mit den Dingen, wenn man etwas Schlimmes getan hat, ja, auf Erden Schlimmes getan hat, wie das dort betrachtet wird. Also einfach mal da gucken. Die sind ja Fragnummer. Hast du persönlich Angst vor dem Tod? Nein, ich habe keine Angst vor dem Tod. Vor was ich Angst habe, ist die Art, wie ich versterbe. Aber ich glaube, das ist ganz menschlich. Ich hoffe, dass ich irgendwann morgens wach werde und feststelle, dass ich tot bin. Ich hoffe, so sterbe ich irgendwann mal. Nach einem schönen, langen Leben. Ich hoffe, dass ich nicht leiden muss. Ich hoffe, dass ich nicht voller Qual sterben muss. Das hoffe ich alles, ja. Aber Angst vor dem Tod habe ich nicht. Ich freue mich darauf, wenn es soweit ist, all meine Liebsten wiederzusehen. Ich freue mich darauf. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich versuche auch in meinem Leben, mein Leben so anzunehmen, wie es ist. Auch ich habe Höhen und Tiefen. Nur weil ich medial bin oder ein Medium bin, heißt das nicht, dass ich gefeit bin von Problemen. Auch ich habe Kummer, auch ich habe Sorgen, auch ich habe Leid, auch ich habe Qual, auch ich spüre Schmerz. Und manchmal in meinem Menschsein ist das auch ganz schrecklich und ich hadere und ich verzweifle und ich fluche und ich schimpfe und ich sag verdammt nochmal, warum, wieso, weshalb, ich, warum, warum? Und ich sag immer, als ich mir dieses Leben ausgesucht habe, muss ich entweder geistig umnächtig gewesen sein, nicht Herr meiner Sinne, sturzbetrunken oder eine furchtbare Angeberin, die gesagt hat, was, 10.000 Karma-Punkte kriegt man dafür? Das mache ich auch noch. Klar, schreib die drauf, mache ich links, mit der linken Popacke rutsche ich das ab. Und hier in der Körperlichkeit denke ich, oh, scheiße. Was ist das für ein Mist? Was ist das für ein Mist? Warum muss ich da so leiden? Warum werde ich so gequält? Aber auf einer höheren Warte weiß ich das natürlich, weil ich ja medial bin. Ja, weil ich medial bin, weiß ich ja um diese Dinge. Und das macht es mir ein bisschen einfacher. Ein bisschen einfacher, aber auch nicht immer einfach. Weil auch ich bin Mensch. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich bin weder Hellseher noch Magier noch Zauberer, noch bin ich gottgleich. Will ich auch nicht sein. Ich weiß nicht alles. Ich habe auch nicht die ultimative Wahrheit. Ich kann euch ja nur davon berichten, was ich tagtäglich im Umgang mit den Verstorbenen und der geistigen Welt erfahre. Das gebe ich euch weiter. Mehr kann ich auch nicht machen. Ob ihr mir das glaubt,
Das müsst ihr selbst entscheiden. Ob ihr sagt, hey, das ist stimmig, was sie sagt, müsst ihr selbst entscheiden. Hört auf euer Herz, hört auf das, was mit euch in Resonanz geht. Und dann ist das auch gut. So, jetzt mache ich noch 5 Minuten und dann haben wir ja auch schon, ja, 20 vor. Und dann ist es auch genug. Ich merke, meine Stimme ist schon wieder fast nicht mehr da. Hallo, bekommst du von deinem Kontakt eine Art Anmeldung oder kommen sie einfach? Ich meine, wenn sie auf einmal nachts neben dir stehen, erschreckt man sich doch. Siehst du sie als Menschen oder nur als Bälle? Ja, früher war es so, da haben die sich gezeigt. Die haben mir nur gezeigt, Cynthia, wir sind da, du nimmst uns wahr. Jetzt hör doch mal, wir sind doch da, du nimmst uns wahr. Ja, sie haben da nichts großartig gesagt. Sie waren immer ganz liebevoll. Sie wollten mir nur zeigen, dass sie da sind. Ich kann keine Verstorbenen rufen. Ihr bringt die mit in einen Kontakt, liebe Jennifer. Ihr bringt die mit in einen Kontakt. Und dann nehme ich Kontakt mit den Verstorbenen auf. Ich lade sie immer ganz herzlich ein. Ich bitte sie immer ganz herzlich zu mir und sage, dein lieber Hinterbliebene oder deine liebe Hinterbliebene kommt jetzt zu mir. Bitte sei so lieb, erzähl mir ganz viel von dir. Ich habe da so ein eigenes Ritual. Und dann lade ich die immer ganz herzlich ein. Und dann nehme ich das an, was sie mir geben. Und was sie mir nicht geben, kann ich nicht weitergeben. Ja? Also ich rufe die nicht. Ich nehme auch keinen Kontakt mit denen in dem Sinn auf. Wenn, dann nehmen die Kontakt mit mir auf und zeigen sich. Und ja, ich sage dann, wenn ich zum Beispiel nachts im Bett jetzt mittlerweile bin, ey, morgen, heute, ich habe genug, ich bin müde, ich möchte jetzt schlafen, ja. Morgen bin ich wieder erreichbar, ja, morgen kannst du wieder zu mir kommen. Die Geistigen haben ja keinen Raum und keine Zeit, die sind auch nicht müde, ne, aber ich schon. Ich bin abends nach so einem Tag wie heute müde. Ja, ich habe heute sehr viel gearbeitet. Ich bin jetzt seit heute Morgen um 10 Uhr Tuschur dran am Arbeiten. Und jetzt merke ich einfach auch, dass ich müde werde. Ja, die Anais fragt, fühlt mein Vater, dass mir seine Umarmungen fehlen? Erst ein Jahr und ich weiß schon nicht mehr, wie er sich anfühlt. Ja, das ist natürlich schwierig. Dieses Gefühl der Körperlichkeit geht halt ein Stück weit verloren. Aber er umarmt dich immer noch. Er umarmt dich mit seiner Seele. Er umarmt dich mit seiner Energie. Er umarmt dich mit seiner Liebe. Ja, und da wirst du ihn spüren. Ja, okay, gut. Die Marie Schneider, wenn du für jemanden einen Jenseitskontakt gemacht hast, kontaktieren dich sie, die Seelen, mit denen du kommuniziert hast, manchmal auch nochmal selbstständig hinterher. Also, liebe Marie, wir hatten ja auch einen wunderschönen Jenseitskontakt, wir beide. Ich habe heute Abend hier einige gesehen, die bei mir Jenseitskontakte gehabt haben. Das finde ich ganz toll, das freut mich. Und nein, die Seelen kommen dann danach nicht mehr zu mir. Die gehen ja mit euch. Wenn ich fertig bin, also das heißt, wenn unser Kontakt zu Ende ist, dann bleiben die bei euch. Die verbleiben bei euch. Was sollen die bei mir? Das nützt ja nichts mehr. Ihr seid ja nicht mehr vor Ort oder am Telefon. Warum sollten die bei mir bleiben? Ich kann ja keine Informationen mehr dann an euch weitergeben. Also die sind bei euch, weil bei mir macht es ja keinen Sinn. Bei mir sind meine Lieben. Meine Lieben sind bei mir. So sind eure Lieben immer bei euch. Und wenn ihr zu mir kommt, dann wissen sie das. Und dann kann ich sie wahrnehmen, weil ich ja ein Medium bin. Und weil sie mit euch kommen, kann ich sie wahrnehmen. Und weil sie ja einfach sich durch Orte, Zeit, Raum transportieren können, können sie natürlich auch bei mir sein, schon bevor ihr in den Kontakt zu mir kommt. Und dann sind sie da und sind präsent, weil sie ja wollen, ja, dass ihr eine schöne Stunde mit ihnen habt, weil sie kommunizieren wollen. Ja, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Oh, hallo, liebe Anke. Die Anke Henkel sieht zu. Oh, ich grüße dich. Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, es geht dir den Umständen entsprechend gut. Ich hoffe, es geht dir soweit gut. Schön, dass du zusiehst. Das freut mich. Hallo, guten Abend, liebe Anke. So, die Sarah hatte schon eine Frage. Ich muss jetzt gerade mal weiter durchgehen. Die Regina Engel. Sorry, aber irgendwie ist doch auch mal Schluss mit Inkarnation. Habe ich gelesen. Hatte auch Nahtoderfahrung. Ja, irgendwann ist Schluss mit Inkarnation. Ist richtig. Irgendwann ist Schluss, wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, auf einer körperlichen Ebene etwas zu lernen, dann ist Inkarnation zu Ende. Dann steigst du aus dem Rad der Inkarnation raus und das macht jeder selbst. Jeder wählt sich den Punkt selbst, wann er aussteigt. Hier wird keiner gezwungen. Die geistige Welt zwingt uns nicht, zur Erde zu gehen. Wir sind das selbst, weil wir lernen wollen, weil wir Erfahrungen machen wollen. Und es gibt Milliarden an Kombinationen. Ja, also das ist unglaublich, in wie vielen unterschiedlichen Möglichkeiten man auf die Erde inkarnieren kann. Ja, jetzt auch wieder die Sache, Mensch bleibt Mensch, Tier bleibt Tier. Kein Mensch wird zu einem Tier oder ein Tier wird zu einem Mensch. Das ist meine Auffassung und das ist das, was mir die geistige Welt gesagt hat. Wenn du jetzt aus dem Rad der Inkarnation aussteigst, liebe Regina, dann kannst du sogar wählen,
ob du ein Geistführer werden möchtest. Ich zeichne zum Beispiel auch Geistführer. Viele, die meine Seite verfolgen, sehen immer wieder die Zeichnungen, die ich poste, von Geistführern. Weil diese Seelen, die so viel Wissen in sich tragen, weil sie alles gelernt haben an Inkarnationen, was es zu lernen gibt, an Erfahrungen gemacht haben, stellen ihr Wissen zur Verfügung. Können das, dürfen das, keiner muss etwas. Jeder darf das selbst entscheiden. Und dann bist du ein Geistführer und nimmst eine Seele praktisch unter deine Fittiche, die noch auf der Erde oder beziehungsweise die noch inkarniert, die noch lernen will. Und wir suchen uns auch unsere Geistführer selbst aus. Wir suchen uns die Geistführer so aus, wie sie für uns passend sind, für unsere jetzige Inkarnation, in der sie uns unterstützen, in der sie uns helfen, in dem sie uns begleiten, in dem sie uns den Weg manchmal zeigen, wenn wir ihn verlieren. Aber sie greifen niemals in unseren Seelenplan ein. Sie sind unterstützende, beratende, ja, Geistwesen, die bei uns sind. Wir haben einen Hauptgeistführer, der ist so ein bisschen, der hat so ein bisschen die Popokarte gezogen, der muss von Anfang bis Ende bei uns bleiben, manchmal auch inkarnationsübergreifend, weil er uns sehr gute Dienste geleistet hat oder wir sehr gut mit diesem Geistführer zurechtgekommen sind. Und es gibt Geisthelfer, das heißt, wenn du etwas Neues dazulernst, sage ich jetzt mal, du möchtest Musik machen, und dann bekommst du jemanden an die Seite gestellt, der auch auf irdischer Ebene mal vielleicht Musik gemacht hat und dich dabei unterstützt, dass du Musik machst. Und irgendwann sagst du, ach nö, ist doch nicht so mein Ding. Ach nö, nö, macht mir nicht so einen Spaß, möchte ich nicht weitermachen. Ja, weil wir haben ja immer unseren freien Willen. Auf Erden wie im geistigen Reich, wir haben immer unseren freien Willen. Und dann geht dieser Geistführer auch wieder weg. Ich hoffe, ich konnte dir das erklären. Und liebe Regina, du hast eine Nahtoderfahrung gemacht und ich denke, du weißt da auch ganz, ganz viel Bescheid drüber, ja. Und ihr seid so die Menschen, die Nahtoderfahrung gemacht haben, und wir als Medien oder die als Medium arbeiten, die sind so, ja, der, wie soll ich sagen, das Verbindungsstück zur geistigen Welt. Und ihr seid noch ein bisschen näher dran durch diese Nahtoderfahrung. Ihr habt da noch viel mehr erlebt. Ihr habt da noch viel mehr an Wissen vielleicht sogar gekriegt in dieser kurzen Zeit, ja. Und Nahtoderfahrungen sind wichtig. Diese Menschen oder ihr seid wichtig, um zu zeigen, es gibt ein Leben nach dem Tode. Ich kann davon berichten, weil es mir die Verstorbenen sagen. Aber ihr könnt persönlich davon berichten und es den Menschen sagen. Und ich finde das ganz wichtig, dass man den Menschen das auch erzählt, diese Nahtoderfahrungen. Weil ihr seid praktisch so die, die am allernächsten dran waren am Jenseits. Ist ja, kommt ja keiner mehr zurück in dem Fall, wenn er mal verstorben ist, dass er sagt nach einem Jahr, so, jetzt gehe ich mal wieder zurück und dann sage ich denen mal, wie das da wirklich ist. Dann zeige ich denen mal, wie das wirklich ist. Das ist ganz anders, wie die sich das vorstellen. Da ist ja noch keiner zurückgekommen. Also ihr seid die, die am nächsten dran seid mit den Nahtoderfahrungen. Also noch eine Frage, dann höre ich aber auf, es ist schon 15:45. Liebe Monika, hier ist leider kein Jenseitskontakt. Also wenn du eine Nachricht von deinem Mann möchtest, dann buch gerne bei einem Medium einen Jenseitskontakt. Dann wird bestimmt auch Nachrichten übergeben. Die Ilka Lorenz, was muss man tun, um einen Kontakt zu bekommen? Oh, das habe ich ja jetzt schon gesagt. Einfach über die Nachrichtenfunktion, über den Messenger, und dann kann man mir ja eine Anfrage schicken und die Sarah kümmert sich dann um die Termine. Yves Bern, suche auch Verstorbenen den Kontakt zu dir auf, um einen geliebten Menschen, der noch lebt, was Dringendes mitzuteilen? Nein. Also, ich halte das auch so, dass ich mich davor ein bisschen verschließe. Also ich hatte das einmal in meinem Selbstverteidigungskursus, den ich gemacht habe, da war eine junge Frau und da war ein Bruder, der mir immer und immer wieder sagte, sag ihr, sag ihr, sag ihr, sag ihr. Und irgendwann habe ich meinen Mut zusammengefasst, weil normalerweise mache ich das nicht gerne. Ich gehe nicht auf wildfremde Menschen los und sage, hier, dein Verstorbener steht hinter dir und sagt dir so und so, weil ich finde das nicht gut. Das ist nicht der richtige Rahmen, es ist nicht der richtige Platz. Aber das war so stark, der Verstorbene war so stark, hat mir so stark dieses Gefühl gegeben, seiner Schwester das zu sagen, und es war auch ganz wichtig für sie. Aber eigentlich ist es eher umgekehrt, dass die Hinterbliebenen mich aufsuchen, ja, und dann kommen auch die Verstorbenen zu mir, um Informationen mir weiterzugeben, dass ich die auch sagen kann. Aber ich finde das schwierig. Warum finde ich das schwierig? Einfach jemandem zu sagen, hey, dein Verstorbener steht hinter dir und sagt, hör mal zu, was kaufst du denn hier? Diese Backmischung, die ist doch, also Müll, back doch mal bitte selbst, sagt die Oma, die hinten dran steht. Das ist ja vielleicht noch ganz witzig. Aber stellt euch mal die Situation vor, und damit schließe ich dann auch. Stellt euch mal die Situation vor, ich stehe am Supermarkt an der Kasse, eine junge Frau steht vor mir und ihr Vater steht hinter mir. Und er sagt, bitte sag meiner Tochter, sie soll mir verzeihen, es tut mir unendlich leid, was ich getan habe. Bitte. Und ich stehe in diesem Kaufhaus und viele Einflüsse sind um mich herum und ich kriege das nur vielleicht halb mit.
Und ich tippe die vorne an und sage zu ihr, hör mal zu, dein Vater steht hier bei mir, der ist ja verstorben, der ist im geistigen Reich. Und der sagt, bitte verzeih mir, ich habe solch einen schlimmen Fehler gemacht. Es tut mir unendlich leid. Und diese Frau bricht da an der Kasse zusammen. Warum bricht sie zusammen? Weil ihr Vater sie vielleicht sexuell missbraucht hat und sie darunter sehr gelitten hat. Und ich, weil in diesem Kaufhaus eine unglaubliche Atmosphäre ist, an der ich mich nicht richtig konzentrieren kann, das vielleicht überhört habe, nicht richtig mitbekommen habe. Und dann teile ich der das mit und die hat vielleicht gerade eine Therapie hinter sich gebracht, wo sie diese schlimmen Dinge aufgearbeitet hat und gerade darüber weg ist. Und ich komme und sage ihr das dann. Ihr Vater ist natürlich voller Liebe und möchte wirklich um Verzeihung bitten, aber ich öffne da vielleicht die Büchse der Pandora, weil diese arme Frau kompletten Flashback hat und wieder gerade zurückgeworfen ist, bis in, weißt du Gott wohin, in eine schlimme Erfahrung, die sie mit diesem Vater gemacht hat, der sie sexuell gewalttätig missbraucht hat. Ich finde das ganz fatal. Ich mache das nicht. Das ist nicht der richtige Platz, es ist nicht der richtige Rahmen, es ist nicht die richtige Atmosphäre. Ein Jenseitskontakt ist ein riesengroßes Geschenk, das in einer schönen Umgebung gemacht werden sollte, das in einem liebevollen Raum gemacht werden sollte, in einem geschützten Raum gemacht werden sollte, weil da auch Dinge zutage kommen können, die sehr emotional sind, die sehr wichtig für den Hinterbliebenen sind. Und da finde ich einen Supermarkt oder auf der Straße oder in der Straßenbahn, im Omnibus, in einem Haus, im Gasthaus, in der Wirtschaft, finde ich nicht gut. Ich mag das nicht. Ich finde das nicht richtig. Ein Jenseitskontakt ist ein großes Geschenk, das in einem schönen Rahmen zelebriert werden sollte. Es ist doch auch viel schöner, ein Geschenk in einer schönen Atmosphäre auszupacken, ganz langsam sich zu erfreuen an dem Papier, es auseinanderzunehmen, voller Freude, welcher Inhalt darin ist, in einer schönen Umgebung und nicht irgendwo mitten auf der Straße unterwegs. Das ist meine Meinung. Das ist meine Meinung dazu. Kann jetzt jeder denken, was er will. Ihr Lieben, ich habe mich sehr gefreut über eure Fragen. Es ging heute sehr, sehr schnell, aber wie gesagt, 120 Zuschauer und jeder hat so fast geschrieben. Das ist so schnell gelaufen, dass ich fast gar nicht hinterhergekommen bin. Ich habe mir die größte Mühe gegeben, euch alle Fragen zu beantworten. Und ihr merkt das auch an meiner Stimme jetzt. Die Stimme, ihr merkt, das geht weg, weil ich einfach über eine Stunde, mein lieber Mann wartet schon mit dem Essen, der hat das Essen gemacht und ich habe gesagt, um 8:30 bin ich fertig, jetzt ist es 15:45, jetzt muss ich mich sputen, sonst kriege ich nichts mehr zu essen. Habt einen wunderschönen Abend. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf einen neuen Livestream. Seid liebevoll miteinander, seid gut zu Tieren, seid gut zu Menschen, seid liebevoll miteinander. Das kann ich nicht oft genug sagen, gerade in der jetzigen Zeit. Lasst euch nicht spalten, lasst euch nicht auseinandertreiben. Haltet zusammen, gemeinsam sind wir stark. Denkt selbst, benutzt euren Kopf, lasst euch nicht immer etwas, ja, vorsagen von Medien, also Medien meine ich von Presse, Funk und Fernsehen, macht euch eure eigenen Gedanken, lasst es euch gut gehen, tut euch viele Sachen, die euch gut tun, denn was gut tut, tut gut, habt einen schönen Abend, schützt die Tiere, respektiert die Tiere, geht liebevoll mit ihnen um, ist mir ganz wichtig. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, herzlichst eure Cynthia.